Hallo ihr Lieben, ich habe wieder einen Haul für euch. Ich habe nämlich bei AFS Trendshop bestellt und zwar aus dem Grund, ich habe mir eine Big Shot gekauft, das hatte ich euch ja erzählt. Und dazu gab es ja schon diese Stanzplatten, diese Schneideplatten. Die waren aber schon so gebraucht, also ich habe die Big Shot ja gebraucht gekauft, die waren halt schon so beschädigt, sagen wir es mal so, dass die Stanzteile das quasi mit übernommen hatten. Also man hat wirklich gesehen, die haben ausgedient. Deswegen wollte ich mir neue Schneideplatten kaufen und die waren in dem Shop am günstigsten, da habe ich echt gestaunt. Und dazu wollte ich mir auch noch schöne Spruchstempel in Deutsch kaufen. Man kriegt ja viel in Englisch. Wenn ich aber eine Karte für meine Oma mache oder für meine Nichte oder so, möchte ich keinen englischen Spruch eigentlich drauf haben. Da muss was Deutsches drauf. Und ja, zeige ich euch gleich, weil, ja, ist leider nicht so, wie ich es gehofft habe, aber ich fange erstmal an mit den Stanzplatten. Ich habe natürlich noch mehr gekauft, ne? Das muss ich noch dazu sagen. Ich konnte natürlich an anderen Sachen nicht vorbeigehen. Das sind nicht die einzigen Sachen, die ich gekauft habe, aber ihr werdet ja gleich sehen. Also, erstmal die Stanzplatten. Die kamen jetzt 9,95 Euro. Ich habe in allen anderen Shops geguckt. Da kamen die wesentlich mehr. Also ich glaube, da kamen die immer 15 Euro und habe mich hier gewundert, auch für die Farbe. Das ist jetzt ein Mintgrün, das sieht man jetzt gar nicht. Ein wunderschönes Mintgrün, die da sogar am günstigsten waren. Ja, 9,95 Euro, fand ich klasse. Es sieht hier in der Kamera bläulich aus, schon komisch. Aber es ist ein richtig schönes Grün, ein richtig schönes Grün. So. Dann halt die Stempel, die ich haben wollte. Einmal diesen hier. Mit schönen deutschen Sprüchen, schön, dass es dich gibt, vielen Dank, Geburtstagsgruß, genieße den Tag zum Geburtstag. Das ist halt sowas, was man immer gebrauchen kann. Ich denke an dich, finde ich auch ganz schön. Ja, was halt mein Problem ist, sie sind zu klein. Ich habe mir die wesentlich größer vorgestellt. Entweder war ich wieder dusselig, habe nicht geguckt, wie groß sie sind, oder es stand gar keine Größe da. Weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, sind mir persönlich etwas zu klein. Ich denke aber, für kleine Karten reicht's. Ja, muss ich sehen. Wenn nicht, schreibe ich das halt dreimal drauf oder so, damit das dann die Größe ergibt. Keine Ahnung, werde ich mal sehen. Aber an sich fand ich die Stempel sehr, sehr schön. Der kam jetzt 3,40 Euro und dann halt noch einen zweiten mit alles Gute, viel Glück, gratuliere, genieß den Tag, gute Besserung. Also halt wirklich, ach, hier ist ja doch noch was Englisches. Happy Birthday, naja, gut, okay. Habe ich ja hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, wie gesagt, wollte ich haben. Da kam auch 3,40 Euro. Das sind halt die Sachen, warum ich überhaupt bestellt habe. Und die anderen Sachen, ja, ihr kennt das ja. Da kann man nie vorbeigehen, das geht einfach nicht. Ein Haufen Stempel. Gut, ein Haufen ist jetzt übertrieben. Als allererstes mal die Stanze hier. Und zwar diese wunderschönen Wolken. Ja, schlicht und einfach, 1, 2, 3 Wolken sind es in drei verschiedenen Größen. Für meine Big Shot, die kam jetzt 4,85 Euro, glaube ich. Nee, 4,50. 4,50 kam die, genau. Bei eBay kam die 4,85, das habe ich jetzt verhauen. Genau, 4,50 kam die. Die sehen dann so aus. Richtig schön, kann man überall mit verzieren. Dann kommen wir mal zu den Stempeln. Beziehungsweise, nee, ich mache mal die Stempel zum Schluss. Ich mache erstmal den Block, da konnte ich auch nicht vorbeigehen. Ich habe ja jetzt ein paar Blöcke, habe aber nichts wirklich, wo Grün dabei ist. Und Grün ist so eine schöne Farbe. Ich mag Grün sehr und fand den ganz toll von Paperpad. Der kam 4 Euro, der kam glaube 4,85 Euro. Ich blätter den mal schnell durch. Ich fand den irgendwie sehr, sehr schön. Ich hatte noch andere im Warenkorb. Die mussten dann aber leider weichen für die Stempel. Ich hatte noch einen braunen drin und einen rosa und einen lila. Ja, aber den fand ich irgendwie am schönsten. Der musste mit. Und jetzt kommen wir zu den Stempeln. Als allererstes diesen hier. Ein wunderschöner Hintergrundstempel. Könnte ich mir auch gut vorstellen für die Jellyplate. Ich habe mir jetzt nämlich eine Jellyplate selber gemacht. Die sind ja sehr teuer, finde ich. Also 20 Euro aufwärts für so eine Jellyplate ist schon hammerhart. Und die habe ich mir jetzt selber gemacht.
Genau. Hat funktioniert. Wunderbar. Ich habe sie heute aus der Form gelöst. Einfach spitzenmäßig. Und das kann ich mir halt gut vorstellen, das dann dort mit zu benutzen. Wer nicht weiß, was eine Jellyplate ist, fragt mich. Wenn, dann mache ich gerne mal ein Video dazu. Oder ihr guckt mal bei der lieben Semifim. Bei ihr hatte ich es gesehen gehabt. Deswegen hatte ich mir das jetzt selber gemacht. Oder ihr schaut halt einfach mal bei Google. Genau. So, dann haben wir noch einen wunderschönen Stempel von Wild Rose Studio. Ich kann heute nicht reden, entschuldigt. Diesen wunderschönen Elefanten mit der Blume, den fand ich so niedlich und den kann ich mir auf Grußkarten oder Glückwunschkarten so schön vorstellen. Der musste unbedingt mit und der kam 5,75 Euro, glaube ich. Und jetzt kommen wir noch zu den CC Design Stempel und oh, die sind ja auch so mega süß. Und da haben wir zum einen diesen hier mit diesen Meerestieren und mit dieser Meerjungfrau. Nennt sich Under the Sea. Richtig süß. Also da konnte ich wirklich nicht vorbeigehen. Das Stempelset kostete 13,50 Euro. Also ich habe jetzt keine Rechnung neben mir liegen. Ich versucht das jetzt irgendwie aus meinem Hirn rauszuholen. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn, dann müsst ihr mal schauen. Ich verlinke euch mal den Shop in der Infobox. Der ist wirklich toll. Also da hat das Stöbern echt Spaß gemacht. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Stempelset von CC Designs und zwar Katzen. Ihr wisst ja, ich bin katzenverrückt und da konnten die Katzen, die mussten einfach mit. Das, ne, das bin ich. Und deswegen, die sind so, so süß. Ja, nennt sich Miaui, wenn das so ausgesprochen wird. Ich fand es einfach nur geil. Deswegen, ich glaube hinten, genau, hinten sieht man sie nochmal koloriert. Sieht man das, ach genau, hier sieht man das auch nochmal. Das spiegelt ein bisschen. Ich hoffe, es geht so. So, genau, einfach nur zuckersüß. Ihr Lieben, das war's auch schon, so viel ist es nicht, aber es läppert sich dann doch, ne? Wenn das 13,50 kostet, das 14,50, das auch nochmal 10 Euro. Ich musste halt keine Versandkosten bezahlen, das ist natürlich auch toll. Und die Stempel, die sind so mega schön. Ist zwar schade, dass die ein bisschen, ja, dass die zu klein sind, aber nun gut. Muss halt für kleine Karten dann herhalten, vielleicht finde ich irgendwo noch was Größeres. Gibt's auf alle Fälle was Größeres. Ich muss halt nur mal gucken, wo und auch muss ja auch zu erschwinglichen Preisen dann sein. Ne? Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, den Shop verlinke ich euch unten in die Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!